da ist er wieder, der Kilian. Normales Fernsehen braucht keine Sau. Mir habe Odyssey im Auftrag des Königs TV. Seid herzlich gegrüßt. Ja, Kilian, was kannst du mir da noch so lehren? Unterrichte mich. In was denn, bitte sehr? In einen Troll. Hä? Sind das dann Sprüche? Ich glaube ja, ne? In einen Schattenläufer, ein Feuerwaran, mein Crawler, Krieger, in einen Wag, schwarzer Goblin, in einen Wolf, Blutfliege, Fleischwanze, ja, schön. Naturzauber. Unterrichte mich. Ah, verstehe. Windhose, Windfaust, Eispfeil, leichte Wunden heilen, Norb, okay. Das ist jetzt nicht so Verwandlungsspruchrolle. Mhm, okay. Die hätte ich klauen können, ist aber ziemlich nicht so einfach. Ziemlich nicht so einfach. Ja, schön. Suppi. Und nu? Da hinten steht doch wieder einer. Das habe ich doch in der letzten Folge schon gesehen. Den Ogre. Ach, liebes Läschen. Soll ich den mal holen und zum Kilian bringen? Aber dann kriege ich keine Lernpunkte. Experience Points meine ich. Abspeichern. So, rennen wir mal hin. Guck, guck. Und? Kommt er nicht? Er kommt. Er kommt mir hinterher. So. Kilian, wo bist du? Steck die Waffe weg. Wieso? Der Oger will mich doch natzen. Kluges Kerl. Na? Oh, nee, ne? Mal probieren. Guck, guck. Dreh dich um. Um Himmels Willen nicht die Waffe ziehen. Roland. So. Jawohl. Los, ich will meine Erfahrungspunkte haben. Gut gemacht. Danke. Danke, Kilian. Das war richtig gut. Eine. Nicht zu holen. Ja, Morgensternlatte hätte ich beinahe gesagt. Mein Gott, was habe ich denn jetzt für komische Gedanken im Kopf? Ja. diese Truhe haben wir noch gar nicht geöffnet. Oh, die ist sogar unverschlossen. Und schon wieder. Ach, Moment mal, ja, kennt da Teleport zum Druiden, Kilian. Sieht so ähnlich aus oder sieht auch so aus wie die Ogerhöhle. Wo ist denn jetzt hier mein... Ich höre doch... Ach nee, das ist die Adano-Statue. Ob ich da mal bete? Beten, heilen. Moment mal. Nochmal heilen? Du bedarfst keine Heilung, ne? Dann beten wir mal. Wie teuer ist es? 100 Goldstücke, nehmen wir in Kauf und Mana plus 1. Ja, schön. Ach ja, okay. Und dann kriegen wir hier mal gucken... Das ist also ein Piratenschiff. Logisch. Rechts daneben, da liegt auch noch was. Im Wasser vom Piratenschiff. Tja, mal schauen, ob wir unseren Scout-Freund das Irrlicht aktivieren können. Hey du. So, oh, hier. Ich brauche Tränke. Jetzt ist da sogar noch eine Liste drin. Okay, such mir einfach was. Such mir alles, was du. Hä? Das war lustig. Hab ich leider weggedrückt, aber das war die Stimme vom Original. Herolden. Speichern. So. Ist ja wieder da. Dann gucken wir mal, ob hier. Was war denn das? Ach ja Gott, große Blutfliegen. Große Blutfliegen. Gucken, welches am nächsten. Bist du? Oh, da sind drei. Okay, welche noch? Okay. Los, weg. Da kann ich mir gleich heilen lassen am Shrine. Wunderbar. Hä? Was knetert immer so? Hm.
Okay. Ja, ach, das ist hier. Ich dachte jedes Mal, wenn ich so eine Blutfliege kille, dass dann... Das ist echt nervig. Das ist auch ein bisschen übersteuert. Ich glaube aber nicht, dass das vom Team ist. Vom Odyssey-Mod-Team. Das ist doch ein viel angenehmer Vogel hier. Jetzt noch weiter hoch. Also ich habe jetzt mittlerweile meine Orientierung komplett verloren. Auch wegen des Weltenwechsels. Jetzt wird dieser Vogel auch zu laut. Oh weia, was ist hier oben? What's? Was hier oben ist? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Sich jetzt auch anders an, jetzt irgendwie. So, was ist dahinter? Gibt es hier hinter noch was? Nope. Nix. So, weiter hoch geht's. Vielleicht sollte ich mal gucken, was ich eigentlich noch für Logbucheinträge habe. Da oben kreucht was. Das Lager des Piraten. Ein böser Geist. Ja. Das ist der, das haben wir ja von dem Herrn Spencer gehört auch. Das hängt ja damit zusammen. Der Druide Killian berichtet mir, dass es eine piratische Anlage der Piraten geben soll. Mehr kann er mir nicht darüber sagen. Speichern. Ich weiß, dass jetzt Ripper kommen. Und zwar drei auf einmal. Habe ich sie mir schon ausprobiert gehabt. Da hinten sitze nämlich. Wie kriege ich denn die jetzt bloß weg? Mich hier drauf? Nein! Superklasse. Gucken wir mal, ob wir die hier mal ein bisschen aufteilen können. Und die kommen alle super hinterher. Toll. Oder? Oder? Nee, läuft nicht. Super Kram hier. Kommen die denn mir eigentlich hinterher jetzt? Nee, coole Sache das. Ah, das sind zwei Stück noch. So. Was soll denn das jetzt? Jetzt hänge ich wieder fest. Ah, das heißt also, ich bin auch tot. Bloß die Animation stört. Das können wir mit Klammergriff F9 machen. Genau hin bin ich. So was Dummes jetzt aber auch. Dann machen wir das anders. Weil da oben drei Ripper sind. Die mir echt ans Gerippe gehen hier. So, kommt an. So. Herunterspringen könnt ihr ja alle schön. Ne? Vor allem so lustig. Okay. So. Okay. Gut, die sind aber immer noch dicht dran. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ein Scheiß? Ging mal in die Tiefe. Jetzt bin ich aber unten. Oh, gluck, gluck. Wo bin ich denn? Ach, irgendwo hier gelandet. Oh je, oh je, oh je. Auf wie nochmal. Dann lasse ich mich hier von den drei Rippern die ganze Zeit immer blöd anmachen. Oh, da kommt er ja schon. Oder da kommen sie schon, ich weiß es nicht. So, wie sieht's denn aus? Okay, den haben wir. Ah, es war diesmal nur ein Einzelner, meine ich. Schön. Schauen wir mal weiter. Ich weiß, dass hier drei sind. Oder waren. Ah, wieder voll Gift gespritzt, der Ripper hier. Alter, habe ich Waffen. Ich bin noch nicht zum Verkauf gekommen.
Ja, und die Tränke werden mir auch immer weniger, aber egal. Kann ich ja beim Theophil kaufen, der ist ja in der Nähe. Weiter geht's, wo the last Ripper ist hier. Also, vorher, ach nee, ist er noch einer. Ah, nein. Okay, ach, hau doch mal ab und lass ihn nicht nachspeisen. Okay. Ah, das wird wieder übelst. Scheiß Gift hier. Was ist jetzt passiert? Ich habe nichts gemacht. Das ist wohl ein Fehler oder wie oder was? Hä? Das ist für mich jetzt nicht schlüssig. Letztes Spiel zu Ende, oder was? Neuladen. Ja, okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Da hinten sind noch ein paar Ripperchen. Also was das eben war, ich habe es mal laufen lassen, nicht weggeschnitten. Das soll wohl irgendwie so eine Art Animation sein für das, wenn man da im See rumschwimmt. Ah. Kreuz und quer, aber da ist irgendwie was schiefgelaufen gewesen. So. So ganz schnell. Ach scheiße, aber ich so nah an der Stufe dran. Ah, was machen die jetzt hier? Ja, ist gut. Solange sie mich nur ein bisschen anknabbern, ist nicht schlimm. Aber wenn ich sie töte, dann wird's übelst. Da. Wo bist du denn? Da hinten sind sie. Okay. Suchen den Freitod. Mann! Was ist das? Schon wieder? Ich mach doch nichts. Ich musste noch mal alles neu laden und habe einen älteren Spielstand genommen, weil ich habe fast das Gefühl, dass dieser Trigger was damit zu tun hatte, dass ich bei einem Kampf nämlich aus Versehen ins Wasser gefallen bin. Und das heißt natürlich, so, da hinten sind die beiden, genau, da wo das ja dann irgendwann mal passierte, mit diesen Wassermonstern, werde ich hier noch mal speichern. So, und der Ripper ist sogar ein bisschen angerippt. Hoffentlich kriege ich den hier einigermaßen. Muss irgendwas mit meiner Armbrust machen, so wird das nichts. Also besser Armbrust lernen. So. Kann nur hoffen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie wieder... Feuernesselchen. Noch eine Feuernessel. So, was sagt denn mein amulettiges Irrlicht? Ist zwar angelegt, aber da ist es. Irrlicht, such für mich etwas. Alles, was du finden kannst. So. Das ist gut. Ah ja, danke dir. So läuft's richtig gut. Mit dem richtigen Training kriegst du deine Lichtgestalten auch erfolgreich. Zum Suchen von Dingen. Geht's hier runter? Wo du sagst dir noch... Nee, ach doch, hier hast du noch was gefunden. Irrendes Licht. So, aber vielleicht sollte ich mal hier statt suchen, scouten. Schwarzer Wolf, okay. Schade, dass das Irrlicht nicht mitkämpft. Das wäre cool. So, und da ist noch was. Speicher ich noch mal? Oh, weia, da hinten ist doch bestimmt wieder ein... Oh, hier sind noch mehr. Oh Mann, wie viele denn noch? Shit! Ich soll jetzt den hier nehmen. Oh.
Ja, kletter ruhig mal auf den Baum, ich auch. Das war wieder Knappinger. Es raschelt. Weiter. Nee, essen. Warum ist jetzt alles plötzlich so langsam? Ach, weil ich nämlich auf einen Traumpilz gegessen habe. Oh. Super. Nicht zu plündern. Da muss ich also erstmal hier die Wirkung erstmal. Ach, Leute, nee. Komm, dann holen wir uns nochmal das irrende Licht hervor. Na, wo bist du denn? Warte mal. Okay. Ja. Ja, jetzt ist die Wirkung verflötet. Flöten gegangen. Oh, wow, wow, wow. Da hinten sind noch mehr Wölfe. Das sind schöne viele Wölfe. Mein Irrlicht ist immer noch hinter mir. Oh, 3 Stück wieder. Na, oh, das nervt, das Irrlicht. Ich hab's doch gewusst, dass es nervt. Warum nervt's? Ja, oh, das kenne ich wieder nicht. Das ist ein bisschen nervig mit dem. Oh, noch 3 Stück. Okay, das war wieder sehr hart an der Grenze hier. Mann, oh Meter, Meter, Mann, oh. So, immer schnell was hier gegessen. Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Irrlicht ist im Kampf nicht zu gebrauchen. Nicht zu holen. nicht zu holen. Ja. Das ist auch wieder weg. Das heißt also, wenn ich sterbe, dann stirbt Irrlicht mit, oder was? Kann sogar sein. Da nicht ist zu es. Holen. Da ist es gestorben. Ja, ja, ja. Weiter gucken. What is da hinten? Da hinten ist nix. Eine Heilpflanze. Noch eine. Also, das Irrlicht ist nicht so ganz nützlich, wenn mich mehrere Geschöpfe angreifen. Nicht so toll. Ich will jetzt wissen, was hier am Ende ist. Ah, bloß nicht wieder ins Meer fallen. Also die Dings, die Drachenanimation hatte ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal gehabt. Habe ich aber weggeschnitten. Denke ich mir, dass ich sie noch wegschneiden werde. Ja, und schon wieder eine Höhle, in der ich mal spinkse. Mal gucken, was hier gibt. Außerdem hier seitlich. Nee, das ist mir zu riskant. Spinksen wir doch mal rein. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Aha. Ah, Moment. Ja, das ist die Runde gewesen. Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Hier ist nämlich wieder dieses... Ja, wo die Gobos rauskamen in einer Folge. Das heißt... Jetzt schauen wir mal. Gehe ich hier wieder raus und komme wieder... An den Sumpf raus. Nee, nicht an den Sumpf raus, sondern hier wieder bei dem Astrologietempel, hätte ich beinahe gesagt. Sternwarte, da habe ich ja den Dandolo hingeschickt. Der ist ja da. Was machen wir jetzt? Lass ich den da jetzt stehen und beame mich zum Waldläuferdorf. Also. Spencer, weil ich jetzt endlich den alchemitisch leer vorfinde. Wo ist Spencer? Wo ist Spencer?
War ich wieder zu fix oder wie oder was oder was oder wie? Später haben wir es denn? 18.24 Uhr. Ach, da hinten ist er. Hier unten müsste. Hallo, Spencer. Hey. Jetzt werde ich diese Quest mal machen. Also mit dem Geist. Der Kilian hat auch was vom Geist geredet. Und, warum bist du eigentlich hier? Genau. Ich warte. Auf wen? Auf jemanden, der mir hilft, ein altes Ritual durchzuführen. Ein altes Ritual? Wozu? Um einen Schatz zu finden, den ein Piratenkapitän hier vergraben haben soll. Hm. Vielleicht wärst du ja der Mann, der mir dabei helfen könnte. Kräftig genug siehst du aus. Wenn du mir hilfst, beteilige ich dich auch an dem Schatz. Also, was sagst du? Ja. Welchen Zweck hat das Ritual? Das Ritual soll mir helfen, mit dem Geist des Piratenkapitäns Kontakt aufzunehmen. Wenn das klappt, verrät er mir, wo er seinen Schatz versteckt hat. Hm, klingt verrückt. Bist du dir wirklich sicher, dass das funktioniert? Ja, bin ich. Also was ist? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Von mir aus. Was soll ich tun? Ich brauche einige Gegenstände, die du mir besorgen musst. Auch das noch. Ja, ab da hatte ich jetzt abgebrochen gehabt. Dann hat mir Admiral Tolwyn gesagt, nee, machen wir lieber das mit Kilian. Und der liebe Alain Dufon hat jetzt endlich auch wieder was posten können bei mir auf dem Kanal. Und hat gesagt, ach, das ist eigentlich egal, du kannst auch als erstes ihn Welche hier fragen. Welche Zutaten soll ich dir bringen? Zunächst benötige ich einen magischen Stab, um die Beschwörung vorzunehmen. Schön. Und woher bekommt man so ein Ding? In der Nähe des Piratenlagers gibt es einen Canyon. Dort befindet sich ganz am Ende ein Tempel des alten Volkes. Irgendwo da drin müsste einer zu finden sein. Und woher weißt du das? Als ich den Tempel damals untersuchte, hatte ich den Stab gefunden. Keine Ahnung aber, wo genau das war. Und warum hattest du ihn nicht mitgenommen? Jetzt frag mir keine Löcher in den Bauch. Was weiß ich? Damals wusste ich nun mal nicht, wie wertvoll dieses Ding sein würde. Na gut, was brauchst du noch? Den Totenschädel einer Moorleiche. Was? Den Totenschädel von einer Moorleiche? Hab ich doch. Bei Innos. Wozu brauchst du den denn? Wenn ich mit dem Totenkapitän sprechen will, muss dieser ja sprechen können, oder nicht? Und das Ritual schreibt vor, dass der Schädel von einer Moorleiche sein soll. Moment mal, da komme ich jetzt nicht mit. Willst du etwa damit sagen, dass der Totenschädel sprechen wird? Ja, so in etwa. Also besorge mir das Ding. Hier im Sumpf habe ich letztens noch einen gesehen. Er müsste irgendwo in der Nähe der Goblinflöße zu finden sein. Ja. Also weiter. Des Weiteren benötige ich das Herz eines Feuergolems. Habe ich, glaube ich, nicht. Du machst Witze. Wo soll ich denn jetzt einen Feuergolem auftreiben? Ich habe nur einen gesehen. Wenn man den Weg zum Fischerdorf entlang geht, findest du kurz vor dem Abstieg zum Strand eine Lavahöhle. Ja, genau. Dort wirst du einige von diesen Ungeheuern finden. Pass aber auf, die Höhle ist von Büschen so gut versteckt, dass man sie nicht sofort finden wird. Na schön, das aber war es jetzt. Nein, das Wichtigste fehlt noch. Ich brauche noch einen persönlichen Gegenstand des Toten. Na toll, wo soll ich denn den auftreiben? Ganz einfach. Das Schiff des Kapitäns, oder was davon noch übrig ist, findest du im Sumpf. Schau mal in der Kapitänskajüte nach, da findest du bestimmt was. Nochmal eine Frage stellen. Eine Frage habe ich noch. Dieses Ritual, woher kennst du es? In einem der alten Tempel habe ich eine alte Steintafel gefunden. Da ich annahm, dass mich diese zu einem Schatz führen würde, habe ich es mir von jemandem übersetzen lassen. So erfuhr ich von dem Ritual. Verstehe. Aber ausprobiert hast du es bisher noch nicht. Nein, noch nicht. Hm. Trotzdem bist du sicher, dass es funktioniert? Ja, es funktioniert. Verlass dich darauf. Okay. Hier hast du deinen Schädel, hier hast du persönlichen Gegenstand. Okay, aus dem Wrack. Oder aus der Kajüte, besser gesagt. Gucken wir nochmal ins Logbuch. Piratenwrack im Sumpf. Gegenstand, okay, den haben wir ja. Piratenkajüte nachsehen. Herz eines Feuergolems. Ein Feuergolem habe ich ja in einer Lavahöhle gesehen. Den Totenschädel habe ich ja. Magischer Stab, den habe ich, glaube ich, nicht. Nee, habe ich ja nicht. Ist ja nicht aufgelistet. Dieser soll sich in einem Tempel im Canyon in der Nähe des Piratenlagers befinden. Das Ritual. Tempel gegen soll obgleich Spencer das Ritual nicht ausprobieren. Was? Ja.
Das Lager der Piraten. Der Druide Kilian berichtet mir, dass in der Nähe des Piratenschiffs ein Lager der Piraten geben soll. Ach so, da muss ich da wieder wohl hin. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ein böser Geist gibt's noch. Ja, das ist das. Schwups, da bin ich wieder. Ich musste nämlich meine Rune nehmen. Und zwar geht's jetzt. Nee, das klappt ja nicht. Schade. Wollte eigentlich zum Druiden, aber ich muss ja einen Weltwechsel vornehmen. Oh, liegt noch ein altes Entenmesser zum Tranchieren. Hehe. Ja, also, da es ja wieder dunkel wird und der Mond schien helle, Stille brüllte die Natur, als er auch so blitzschnell langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend in ihr Gespräch vertieft, als jetzt noch ein totgeschossener Hase Schlittschuh über den Sandberg lief. Werden wir erstmal schlafen. Also, ja, früh genug machen wir das dann. Und dann werde ich mal eine Rune anlegen, und zwar die Ogerhöhle. War ich denn jetzt hier richtig oder sowas? Ja, natürlich. Ich brauche ja einen Weltenwechsel. Und der vollzog sich ja hier. Und schaut mal, hier ist ein Irrlicht wieder. Ähä? Bei Fuß. Alles klar. Ach, Leute, 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 Leute. Wurst, hier gibt es noch ein Butlerfleisch. Ja, da sind wir. Jetzt muss ich überlegen, wir sind ja links rum gegangen, da sind wir zum Kilian gekommen. Und wieso komme ich hier nicht vorbei? Hey du Blatt. Wir müssen also irgendwie hier noch rechts rum ein bisschen was herausfinden, weil da ist ja ja genau, hier war ich ja nicht. Und zwar hier ist ja so ein Schiffchen, Piratenschiff. Da wurden wir darauf hingewiesen, dass es was gibt. Gibt es hier was? Na, ich könnte ja das Irrlicht anschalten, aber das mache ich lieber nicht. Ich werde erstmal gucken, ob ich hier... Na, alles klar. Claro que sí. Wo ist denn jetzt das Vieh? Ja, da ist es. Na? Ist dein Chitin-Panzer doch stärker als gehofft. Ah, Weidenbeere ist gut. Ich bin jetzt hier noch rum. Ich habe nämlich noch ein paar Minuten, die möchte ich ganz gerne hier noch ein bisschen kämpfend verbringen. Oh weia. Da sind ja noch mehr von den Peoples. Also ich mache Folgendes. Ich werde die im Off mal killen. Bis ich hier an das Ende angekommen bin, die restlichen Fangheuschrecken auch noch gekillt habe. Irgendwo, ja, es geht hier irgendwie rum. Aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Nein, ist nicht zielführend, weil es gibt nämlich hier noch einen Weg links. Der ist hier. Sehr schön. Gibt's bestimmt runter zum Strand. Und hier gibt's wieder ein paar Ratten. Oh. Ist gut. So. Noch eine Ratte. Fertig gerattelt. Oder geht's hier in eine Höhle rein? Ich darf's ja jetzt nicht... Oh, was ist da hinten? Schattenläufer. Ja, bis hierhin, liebe Leute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und wie es weitergeht, da fahren wir in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid, schreibt, daumt und heitelt. Was ist denn das für ein Wort? Okay, tschüss.